Hallo ihr Lieben, ich befinde mich immer wieder im Wald. Wie soll es im Moment anders sein? Allerdings vorweggeschoben, heute ist ein ganz, ganz wichtiger Termin heute Nachmittag und eine ganz wichtige Verabredung. Da geht es um den Garten. Es sind ja ein paar Menschen auf mich zugekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das da weitergeht. Ehrlich gesagt ist die Situation hoffnungslos. Aber es gibt durchaus Entwicklungen, die Hoffnung schöpfen lassen. Ja. Ja, aber ich komme nicht drum rum, da dementsprechend auch etwas nervös in mir zu sein. Ich halte mich ganz gut. Wäre es anders, hätte ich auch absagen müssen. Ja, aber ich bin jetzt im Wald, habe angefangen, wieder den Pilzen auf die Spur zu kommen, die Pilze zu suchen, die ich so kenne zurzeit, die sich ernten lassen. Da wären Judasohr, der Samtfußrübling. Dann haben wir noch, da gibt es noch einen anderen Rübling, den Namen habe ich noch nicht im Kopf, habe ich auch noch nicht erwähnt in meinen Videos. Und wonach ich ganz doll suche, ist der Austernseitling. Im letzten Video gab es ja einen Kandidaten, der das durchaus gewesen sein könnte. Anderer Wald, jetzt sind wir hier. Und dann wollen wir jetzt einfach mal anfangen. Ich habe hier einen sensationellen Fund, meiner Meinung nach, für meine Verhältnisse. Gab schon ein paar schöne Funde, aber das jetzt... Ja, ich bin hier rein und dachte so, ja, lass ich mich mal ein bisschen von der Natur führen. Und dann haben die Meisen mich hier so in die Ecke gebracht, sind jetzt auch wieder weg. Aber dafür habe ich was richtig Schönes gefunden. Judasohr habe ich auch schon was gefunden, das will ich euch jetzt zeigen. Das ist der schöne Baum, auf den ich gerade die ganze Zeit hochgeguckt habe. Da, der ist nämlich ziemlich ja, alt und ja, rottet quasi schon vor sich hin. Und das ist natürlich ein ja, gutes Fundament, dass Pilze hier heimisch werden könnten. Und das passiert tatsächlich. So sieht das derweil aus. Die Farben sind sehr stark. Ich sehe das. Aber nur ein bisschen stärker. Ich hoffe, das kommt trotzdem rüber. Es ist ein Versuch. Ja, und hier, also jede Menge. Guck da mal rein. Da ist richtig viel. Oh, sind schon schöne Farben, die ich gerade durchs Handy sehe. Der ist nicht ganz so leuchtend in real. Aber das andere ist dann auch immer zu blass, was ich sonst online habe. So, und so schnörkelt sich das. Hier gibt es viele kleine neue, die da kommen wollen. Da. Und auch hier oben gibt es welche. Da oben. Ganz da oben. Kann man jetzt nicht sehen wegen Lichtverhältnisse. Ja, ah, ich bin schon mal sehr positiv überrascht. So sieht das hier aus, wo ich mich gerade befinde. Ja, also hier gibt es noch ein paar Ecken, wo wir jetzt gleich mal längs gehen und mal gucken, ob wir da vielleicht noch mehr finden. Hier unten gibt es auch noch ein Büschel, sehe ich gerade. Beziehungsweise, das hatte ich vergessen, das wollte ich eigentlich noch zeigen, das ist ein bisschen älter. Das ist auch ein gänzlich anderer Pilz. Gut, was habe ich hier vorne noch gesehen? Hier bin ich rumgelaufen, habe hier ja nicht viel oder so gefunden, aber einen Ansatz von den Judasohren. Hier sind sie. Da könnt ihr die sehen. Und da gibt es da unten überall so ein bisschen Ansatz. Da auf der anderen Seite auch. So, und hier liegt ja überall Totholz. Da könnten wir eigentlich noch mal längs gucken. Ob sich da noch mehr findet. Doch, gucken wir mal. Denn das ist durchaus Buchenmaterial, was da so zu finden ist. Das habe ich in den anderen Bergen nicht so gesehen. Und beim Buchenmaterial sind wir ja schon wieder im Bereich des Austernseitlings. Ja, hier ist nichts zu sehen. Hier ist auch keine Buche mehr. Es gibt durchaus interessante Sachen an der Birke. Ha, siehst du? Kaum reden wir drüber, da ist er sogar. Der Birkenporling, ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Ja, spannend, wunderbar. Da wollte ich nämlich auch beigehen. Dies ist nun jetzt irgendwie ein altes Exemplar. Aber hat ja nichts zu heißen. Können wir mal gucken. Ich werde das mal recherchieren. Wollte mir da auf jeden Fall für Teezubereitung die Birkenporlinge ernten. Ja. Ich muss mich hier nochmal erstmal eingrooven. Aber ich finde hier so für den Start ist da schon mal ordentlich was bei rumgekommen. Dann schauen wir mal weiter. Letztes Mal habe ich mir tatsächlich schon die erste Zecke eingesammelt. Ich hoffe,
Da habe ich heute Ruhe, aber wie es aussieht, stiefel ich genau durch sowas durch, wo sie dann hängen. Und die trauen sich ja schon raus. Ja, ach, was schön. Ja, da sind jetzt aber mehr Birken zu sehen als Buchen. Und ich weiß nicht, ich guck mal hier vorne. Aber nach links möchte ich auch noch mal weiter. Ja, das ist schon spannend. Eigentlich war ich hier hinten auf der Ecke, weil ich auf der Suche bin nach dem Judasohr. Da gibt es nämlich eine richtig schöne Stelle. Mann, das muss ein großer Baum gewesen sein. Da, richtig schön. Hoi, so sieht das aus. Ja, wo finde ich denn jetzt das Judasohr? Also die Stelle muss ich mir merken, wobei das mit Merken noch gar nicht so einfach ist. Denn, ja, hier kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Na, sag nicht, ich habe ihn jetzt gefunden. Ich glaube, ich habe ihn. Der sieht gut aus. Ja, das Gewerkel da vorne kann ich jetzt nicht abstellen. Das ist natürlich wieder gutes Timing. Hier rutscht die Mütze irgendwie. Ja, das ist das. Aber es gibt heute nichts zu bestaunen. Oder es ist ein Zufall, dass das so ähnlich aussieht wie die andere Stelle. Hier können wir mal reingehen. Man sieht auf jeden Fall Reste vom Judasohr. Und ich habe den letztes Jahr schon so gesehen, dass da deutlich mehr dran hängen. Ja. Soll heute nicht sein. Hier wollte ich mein Video nämlich starten. Kann auch mal ein bisschen rumgucken, ob hier noch was vertreten ist. Nein. Gut, dann haben wir jetzt freie Wahl. Ohne Ende Ecken, wo wir hin können, wo ich noch nicht war mit euch. Ich habe ja hier schon ein Video gedreht, oder waren es sogar zwei. Eins auf jeden Fall. Das werde ich mal an dieser Stelle sonst oben rechts verlinken für euch. Ja. Ach, wird schön. Also ich denke mal jetzt irgendwie so in die Seite rein. Das ist eine gute Stelle. Also gerade wenn er so moosig ist und so, das waren auf jeden Fall Stellen, bei denen ich dann nachher auch die Hexeneier gefunden habe. Das kann man sich alles wunderbar merken. Och, was schön. Ach, und die Sonne wieder dabei. Ja, tigern wir hier mal durch und suchen nach Pilzen, nach Austernseitlingen, Samtfußrüblinge, also die Stelle da. Ich hoffe, das sind auch welche. Ne? Also ich kann es wie in jedem anderen Video nur sagen, bitte geht da in die Eigenverantwortung. Und ja, ich bin kein Fachmann, ich nehme euch nur mit auf mein Abenteuer. Hier wollte ich hin, mal gucken. Also das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Das hier müsste doch eine Buche sein. Und ja. Sprich, da entwickelt sich schön Totholz. Und der Austernseitling gehört ja zu den Pilzen, die dann das Holz zersetzen. Ja, hier ist nichts zu sehen. Da würde ich ja gern hin, aber hier hängt überall Brombeeren, an der ich hängen bleiben könnte. Wie bei mir im Garten wächst das hier überall durch. Okay, ich versuch's mal. Ah, das ging gut. So. Ist auch gar nicht so leicht, das immer alles so zu finden, was man sucht. Manchmal steht man direkt davor, klar. Und dann gibt es einen Überraschungsfund. Ja. Aber der Wald hier ist für mich noch so weit unbekannt, dass es für mich noch ganz, 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 ganz viele Eindrücke sind und nicht schon, was in meinem Köpfchen weggespeichert ist, was ich dann halt eben schon kenne, wodurch dann der Fokus auf neuere Sachen geht. Ach, was schön. Da, guckt euch das mal an. So, und hier würde ich gerne längs stiefeln, weil ich diesen Baumstumpf da gesehen habe, vom Sturm nach umgekippt. Mittlerweile hat er sich gut freigespült oder wurde hierhin transportiert, wer weiß. Ja, hier können wir mal durch. Da. Das ist ja eigentlich ein ganz schöner Apparat. Hier ist jetzt gar nichts zu sehen. Kann ja aber noch kommen, die Jahre.
Nee, von dieser Seite hängt nichts drin. Kann ich jetzt auch nicht weiter reingehen. Ich suche mir jetzt hier mal einen Weg raus und dann suchen wir uns eine andere Stelle. Ja, hier kommen wir nicht weiter, wenn das richtig schön ist. So. Oh. Langsam darf ich sich echt mal gern wieder einen Pilz blicken lassen. Ja. Also das ist ein Terrain, da werde ich jetzt mal durchstiefeln. Ich weiß das nicht. Oh, die habe ich nicht gesehen. Ich dachte bestimmt, ich will zu ihr. Notfallplan, schnell abhauen. So. Ach. Ich mag das. Ich mag das. Also in so da irgendwie zwischendrin rumstiefeln, so wie ich das gerade mache. Oh, das ist so eine Wohltat. Richtig schön. Riesiges Potenzial. Ich bin nur zur falschen Jahreszeit an der Ecke hier, würde ich sagen. Da, also die Stellen merke ich mir. Herrlich. Schön. So. Dann gibt es jede Menge, an dem ich nicht vorbeilaufen möchte. Ja, sowas, da muss ich immer mal gucken gehen. Hier ist jetzt nichts zu sehen. Das wäre ja wahrscheinlich hier schon wieder Material fürs Judasohr. Wow, also da die Ecke, da ist noch richtig viel. Da ist viel, da ist viel. Also nicht zu knapp. Definitiv Pilzterrain. Und wieder viel Moos unten an den Bäumen. Da könnt ihr wunderbar sehen. Das ist so mein Ausblick von hier. Da habe ich mal eine wichtige Frage für jene, die sich da auskennen. Pilze auch irgendeine Himmelsrichtung gerne haben. Also Wacken sind die eher an der Ostseite. Also je nachdem, ne, ist logisch, dass nicht eine Regel für alle gilt. So leicht ist es ja nun mal nicht. Die Natur ist so vielfältig und so vielfältig sind auch die Antworten, würde ich sagen. Und ja, die Natur überrascht ja letztendlich auch immer wieder. Das habe ich ja über meinen Garten gezeigt, dass das, was man glaubt zu kennen, irgendwie in der Praxis gar nicht so stattfindet, wie man es glaubt machen zu müssen wollen. Oh, das ist so schön hier. Ich mag das auch, wenn man da mal so zwischendurch unter Holz durchgehen kann. Irgendwas, was umgefallen ist. Dem ich hier Raum gebe, ohne Pilzfunde. Ne? Ich könnte auch immer abkürzen und irgendwelche Szenen reinschneiden. Das ist nicht, worum es mir geht in meinen Videos. Ich möchte euch am liebsten anstecken. Raus in die Natur, raus eigener Garten oder mit anderen zusammen. Einfach die Natur wieder mehr wahrnehmen in unserem Leben und ja, dementsprechend auch unsere innere Natur. Es lenkt auf jeden Fall gut ab, muss ich sagen. Ich hatte da schon so ein bisschen das Ding heute Nachmittag vergessen.
Hier ist eine richtige Senke. Also ist locker 1,5 Meter tief, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Da will ich jetzt auch nicht rein. Nachher ist das da unten. Ja, steht da das Wasser und das sieht man von hier nicht. Oder ist sumpfig und ich tauche da wieder ein. Da wollen wir mal drum rumgehen. Aber auch ein total spannender Ort, wie ich finde. Ja, so. Jetzt wollen wir noch weiter dahin. Alles immer noch mit Moos hier unten. Ja, und das ist der Bereich, meine ich, den ich da von der anderen Seite gesehen habe. Anderer Blickwinkel jetzt. Oh, bisschen Totholz, bisschen mehr Totholz. Kannst du hier auch sehen. Also hier werde ich auf jeden Fall im Herbst so bestimmte Pilze sicherlich finden, die ich hier auch schon an anderer Stelle gesichtet habe. Sieht nämlich ganz genauso aus. Das seht ihr dann halt eben in dem anderen Video, wo ich da rumgekraxelt bin. Habe ich euch vorhin verlinkt. Oh. Ja, das ist spannend. Kommen wir da irgendwie durch? Nee. Nur mal den Weg. Hier wollen wir nochmal durch. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr verführerisch aus, was ich da sehe. Da kann ich gar nicht drum rum. Hier wachsen nachher echt die Morcheln bestimmt richtig gut. Und dann die Hexeneier. Die erntbaren. Ja. Aber nicht das, was wir heute suchen. Aber definitiv eine Reise wert. Das ist echt nicht leicht, hier durchzukommen. Ansonsten muss ich sagen, das Wetter spielt heute wunderbar mit. Das freut mich sehr. Die Sonne kann ich gebrauchen. Die Luft, den pussigen Wind auch. Richtig schöne Sachen. Jetzt kriege ich von vorne Besuch. Muss ich kurz mal breaken. So, hier sind wir in einem Bereich, den kennen wir auch schon vom letzten Mal. Können wir ein bisschen weiter gucken. Ich habe jetzt gerade Herrschaften hinter mir, da kann ich jetzt nicht raufhalten. Mann, das hier sieht aber auch schon wieder so verführerisch aus. Alte große Buchen. Eigentlich können wir doch noch mal gucken gehen. Ja, machen wir. Ich habe nämlich gerade was entdeckt. Das ist was für Lars hier. Sowas findet man dann auch mal. Okay. Oh, ich habe was entdeckt. Da könnten Pilze sein. Auf jeden Fall sehe ich, dass da was dran wächst an dem Baumstumpf da vorne. Da wollen wir noch einmal hingucken. Sieht aber eher so nach Zunderpilz und sowas aus. Da zu sehen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht das, was wir suchen. Aber immerhin. Kriegt so ein bisschen die Farbe von dem, was ich gerade im Waldvideo hatte, in dem vorletzten. Ja, schauen wir mal weiter. Wird nicht schon nichts. Also irgendein Highlight brauche ich heute noch. Definitiv. Vorher lasse ich euch nicht gehen. Irgendwo hier wachsen bestimmt Austernseitlinge. Wobei ich sagen muss, hier pustet guter Wind durch. Vielleicht mögen die Pilze das gar nicht so. Und ja, hier haben wir eine Gruppe von Pilzen. Ja, das ist nicht das, was wir suchen, aber das finde ich trotzdem spannend. Jetzt schwankt meine Laune gerade ein bisschen. Kann halt nicht immer gut drauf sein. Ja, der Termin nachher, der ist halt nicht ohne, der ist wichtig. Da war ich doch gerade, oder? War ich hier nicht gerade? Moment. Tatsächlich, ich habe mich nur von der anderen Seite genährt und bin dann ein bisschen abgedriftet. Da muss ich lang. Na, erinnert ihr euch? Da bin ich ein bisschen verkehrt. Ja, macht ihr aber nichts. Ist doch gut, wenn ich Sachen wiedererkenne. Bin ich fürs nächste Mal schlauer.
Ja, ein wunderbarer Kandidat, in dem gern mal Judasohr wächst, aber nicht an diesem. Wer weiß, was wir da noch finden. Also mit den Buchen ist vorbei, außer halt so junge Exemplare. Daher erwarte ich hier nicht mehr ganz so viel. Ja, aber trotzdem bin mal gespannt. Versuche mal andere Wege zu gehen. Mir fällt auch gerade ein, ich muss noch irgendwo mein Rad abholen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelassen habe. Ach doch, da hinten, ja. Bin ich eigentlich auf einem guten Weg, um auch den Kreis zu schließen. Ich habe irgendwie schon Sachen aus dem Wald im Schuh. Das bleibt dann auch nicht aus. Oh, hier ist das friedlich gerade. So sieht es hier jetzt an der Ecke aus und ich glaube, bin schon fast da wieder am Waldrand, wo ich angefangen habe. Hier liegt jede Menge Totholz wieder rum. Wow, ihr seht das selber, richtig voll. So, dann gucken wir mal ein bisschen am Baum schimpfen, wenn wir noch was finden. Oder an alten Bäumen. Ist nichts zu sehen. So, und ich denke, hier lohnt sich das noch mal. Zu guter Letzt eine letzte Schleife zu drehen. Birke, sich Buchen. Bei den Nadelbäumen und so kenne ich mich nicht so gut aus, dass ich die alle unterscheiden kann. Oh, hier kommt was Weißes. Na, sag nicht, das wird der goldgelbe Zitterling. Wer weiß. Wer hat auch so eine Zeit gehabt? Wahrscheinlich ist es auch was ganz anderes. Mal gucken, ob da hinten noch was liegt. Oh, hier ist ganz viel. Ein Häschen. Habt ihr gesehen? Habe ich auch zufällig in die richtige Richtung gehalten. Hier kommen wir in ein Terrain. Das gefällt mir sehr gut. Da würde ich gerne wissen, was für ein Baum das ist, aber der ist schon so moosbesetzt, dass ich das nicht bestimmen kann. Sowieso nicht. Ob es jetzt Buche ist oder Nadelbaum. Nee, eher Nadel. Das ist schön. Wir sind jetzt ein bisschen näher dran. Ich bahne mir meinen Weg. Also, da gehe ich jetzt nicht rein, das wird mir zu viel. Muss ich ordentlich klettern. Mit hellen Hosen bin ich hinterher bestimmt grün. Ja. Kommt eigentlich frisch aus der Wäsche gerade. So. Wollen wir nicht. Ah, schön.
Ja, schauen wir uns hier mal um. Da sieht es gerade so aus. Hier haben wir wieder Pilze an einer Birke im schwarzen Format. Der Birkenporling wird das nicht sein. Er hatte Rot, Weinrot irgendwie mit drin. Hier sind sie auch vertreten. Wow, da haben wir aber ein paar Exemplare. Guck mal. Da kommen wir dem Ganzen. Das ist, der hat sich ja entwickelt, das ist doch kein. Wow, was das für ein Apparat ist. Eine kleine Buschtrommel. Fantastische Farben. Hier haben wir auch so ein Exemplar. Das sind auch schöne Pilzfunde, wie ich finde. Da gibt es noch mehr, da gibt es noch mehr. Da. Wow, guck mal. Das ist aber nicht der Birkenporling, das ist ein anderer. Wow, okay. Guckt euch das an. Wenn man sich mal dreht und nach oben schaut. Die sind hier überall vertreten. Also mal so im Größenverhältnis. Das ist ein Apparat hier. Wow. Wunderschön. Birkenporling wird das nicht sein. Käme mir bekannt vor, ist er aber nicht. Vielleicht ist das auch die zu alte Version davon. Wer weiß. Also wenn jemand Ahnung hat von euch da draußen, immer drauf so mit. Das finde ich jetzt noch echt wirklich einen richtig schönen Fund. Wieso rutschen meine Mütze die ganze Zeit so? Jetzt irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Ist auch kein Wunder, da wo ich lang gehe, da ist ja überhaupt keine Orientierung. Fast keine, außer ich erkenne so Orte dann wieder. Oh, umgekippte Buchen. Ja, das ist die Ecke, die ich gerade von der anderen Seite, wo ich dann nicht weiter wollte. Die ist da vorne. Also das, den Bereich kann man sich auch nochmal vornehmen. Und ich gehe jetzt mal absichtlich hier lang und schau mal, wo ich lande. Da hat der Wald auf jeden Fall noch ein paar mehr Verstecke. Ich muss auch sagen, der Wald bei uns in der Stadt, da haben wir wieder einen toten Baum. Da können wir mal hin. Also tot, was bedeutet tot schon, ne? Also ist ja immer alles ein Kreislauf. Ich glaube, die meisten würden das dann so beschreiben. Für mich ist er noch richtig lebendig. Aber ist natürlich ein Kandidat für. Ah, hier, guck, hier platzt auch die Rinde ab. Ein Kandidat für Pilze. Ah, da sehen wir sogar was. Wenn ich aber einmal hier rumgehen. Ja, was auch immer hier gewachsen ist, hat seine Zeit gehabt. Würde mich mal interessieren, was das ist. Das ist ja so gar nicht mehr wahrnehmbar. Also wenn wir das mal so betrachten, wir müssen jetzt irgendwo mit, ja, das ist schon mehr die Ostseite hier. Das ist ein Pilz, der es lieber an der Seite mag. Wahrscheinlich nicht zu viel Sonne. Ja, hier sieht sonst alles gesund aus, obwohl da ist noch einer. Ein großer, ein toter. Da hinten seht ihr den, da gehen wir nochmal hin. So, jetzt stehen wir vor ihm. Hier quäle ich mich noch mal ein bisschen durch die. Ja, aber der ist wohl noch zu fesch. Hier ist nichts zu sehen oder auf der Rückseite. Das ist eine Haselnuss. Ja, ne? Wo sind die zu sehen? Ich glaube, das Grüne da oben, das kann man sogar essen. Ja, Lars und Bäume, wie gesagt, keine Ahnung, habe ich noch sehr, sehr viel zu lernen. Aber irgendwann fängt man ja mal an, ne? Das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man was nicht weiß. Überhaupt nicht. Wenn ich wüsste, wo ich bin, dann wäre ich gar nicht hin. Ja, wo bin ich denn? Habe ich keine Ahnung mehr. Guck mal,
verkehrt lag ich da nicht. Hier mal wieder Exemplare, von denen wir nicht wissen, was es ist. Also ich finde, heute habe ich wieder jede Menge dazugelernt. So den Blick, den man dafür kriegt, kann ja keine Erfahrung, es kann ja keiner die Erfahrung ersetzen. Schön. Ja, ein bisschen was wächst da, aber das ist nicht unbedingt zeigenswert. Den hatte ich gerade noch gesehen aus der Ferne. Hier tut sich aber gar nichts. Und hier sind wir jetzt auf der anderen Seite von denen, wo ich dann gucken wollte. Ja, schauen wir mal. Hier möchte ich aber nicht weiter. Mann, hier komme ich ja richtig leicht jetzt durch. Richtig feine Sache. Gar nicht so leicht. Ja, wenn man nicht ortskundig ist, hier in dem Terrain, sag ich mal, das kenne ich noch nicht so wie aus meiner Westentasche, das sieht dann in dem anderen Wald auf jeden Fall besser aus. Hier ist eigentlich so ein Durchgang, da könnte ich auch durch, aber dahinter sind viele, viele kleine junge Bäume. Die möchte ich dann ganz gerne in Ruhe lassen. Aber schon spannend. Denkmal, hier ist es. Ja, jetzt erkenne ich es wieder. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Und die Sonne kommt auch nochmal raus. So einen richtigen Schwung. Ist sie nicht schön? Ja. Ich muss aber sagen, der Wald, denke man, erkennt eindeutig, dass der künstlich angelegt ist. Muss ich auch sagen, so wie der Wind einmal durchpfeift. Ja, wir gehen trotzdem hin. Ich war da vorhin schon kurz. Vielleicht kann uns ja noch was überraschen. Und dahinter befindet sich dann auch mein Fahrrad. Na, spannend, wie hier dann wieder was Neues entsteht. Könnt ihr es sehen? Ja, denke ich schon. So klein, filigran. Na, hier ist aber einer gewandert. Schön. Da, also man sieht, da war jemand mit dem Geodreieck bei und hier war doch jemand so ein bisschen am Hin- und Herwerfen. Oder hin und her einpflanzen. Ich weiß ja nicht, wie das entstanden ist. Vielleicht ist das dann doch ein kleiner wilderer Teil, aber ja, man sieht das schon. Ne? Guckt euch das an. Das ist für mich nicht natürlich genug. Und wenn ich so ja, die ökologischen Systeme an anderen Stellen anschaue, also jetzt hier im Wald, merkt man auf jeden Fall den Bereich, wo alles wild ist, das vielmehr, es ergänzt sich alles wunderbar und hier ist das so ein bisschen, ja, anders halt. Das ist so, drüben tobt das Leben, viel mehr Pilzsachen, die man finden kann, nach meinem Gefühl. Und solche Stellen, da gibt es auch andere Stellen, wo ich genau die gleichen Feststellungen gemacht habe. Das ist einfach nicht der Bereich, wo man sowas findet. Aber jetzt haben wir nicht nur die Sonne auf unserer Seite, sondern ein bisschen Totholz gefunden. Da möchte ich nochmal hin. Sollten wohl nochmal her hier. Also hier gibt es auf jeden Fall noch richtig schöne Sachen. Aber das passt nicht mehr in dieses Video, auf keinen Fall. Mann, also hier wartet noch richtig viel Totholz. Ist der Bereich mit den kleinen Bäumchen, den ich gerade meinte, den ich so weit in Ruhe lassen wollte. Aber ich sehe hier durchaus noch Stellen, wo man durch kann, ohne dass man den jetzt zu sehr auf die Pelle rückt. Die Stürme haben ja schon einige Spuren hinterlassen. Na, mir flog immer so ein Kopf. Ich höre hier auch keine Vögel. Viel Totholz, und dass ich noch mal rumgucken kann. Also ich würde sagen, ihr Lieben, drückt mir die Daumen für heute Nachmittag. Der Nachmittag ist schon gelaufen, wenn ihr das Video seht, aber einige fühlen das auch Entfernung, dass ich diese Hilfe brauche. Ja, ich weiß nicht, was sich in Sachen Garten da tut. Wie gesagt, für mich ist es ehrlich gesagt, die gesamte Situation ist so verfahren, so hoffnungslos. Mein Kopf platzt, wenn ich an die ganzen Sachen denke, aber wie gesagt, es sind so ein paar kleine Wunder passiert und ich weiß nicht, wo das hinführt. Es gibt Menschen, die mir helfen wollen, und wenn das mit der Hilfe klappt, mit meiner Realität zu tun hat, dann ja, kann da durchaus noch mal was weitergehen, aber die Chancen sind echt sehr, sehr, sehr gering. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn ich da wieder was berichten kann. Jetzt im Moment, ja,
ist das sehr herausfordernd, das Ganze dann zu meistern. Na, da habe ich doch mal Vögel gehört. Da oben sehe ich sie sogar. Eine Kohlmeise. Ja, hatten wir im letzten Video. Wer das nicht gesehen hat, super, super schöne Tierbegegnungen wieder. Inklusive ein kleiner Look nach einem Eichhörnchen, aber das andere verrate ich euch jetzt mal nicht. Reingucken, genießen und bestenfalls in den Wald gehen. Die Natur ist so schön, die gibt einem so viel. Und ich werde jetzt auch gleich nochmal ganz alleine Wald baden. Das Fahrrad an einer anderen Stelle abstellen und nochmal ganz, ganz allein hier nochmal ein paar Luftzüge nehmen. Und ganz entspannt. Ja, den weiteren Tag bestreiten, die Hürden nehmen, die da so auf mich warten. Jetzt hat mich hier kurz was abgelenkt. Hier ist ein Baum, der sieht auch ziemlich tot aus. Hat auch lauter schwarze Pilze dran. Vielleicht sind das tote Judasohren. Ne, kann ich nicht erkennen, kann ich nicht wissen. Jo, das war's von mir. Mein Fahrrad steht da vorne, ich sehe es schon. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei seid, mich weiter unterstützt. Ja, ich bin an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Nun tschüss und weg.